Es gibt auch gerade Angebot, Kosten, die von Philips Hue, so eine Lampen. Ja, ich ärgere mich auch noch. Ich habe 90 damals für bezahlt, die sind cool, die habe ich. Ja. Ich habe die mit drei anderen Farblampen von Philips kombiniert und habe damit so ein Backlight, wenn ich spiele. Ja, das ist voll geil. Und da gibt es gerade so eine, gibt's da so eine länglichen Lampen, die kosten gerade... Ja, die habe ich doch, die meine ich doch. Ach so. Die habe ich zusätzlich drei anderen. Ich habe zwei Schreibtischlampen, weil ich einen 3-Meter Schreibtisch habe, rechts, links, und habe nochmal unter meinem Schreibtisch eine Philips LED. Okay. Und die 5, 6, 7 Lampen im sechs Lampen im Zusammenspiel leuchten halt, wenn ich jetzt spiele. Also wenn ich jetzt hier durch die grüne Landschaft fahre, dann flackert es beispielsweise hier so grün. Perfekt. Bums. Dafür kann ich nichts. Naja. dann flackert es halt hier so farbig im Hintergrund, je nachdem wie es gerade ist oder bei Filmen. Ja. Wenn was brennt, dann flackert es so rot, das ist cool gemacht. Manu, das wolltest du auch nicht überfahren gerade. Ich wollte ausweichen. Ja, in seine Richtung. Naja, ich habe halt, die gibst du gerade für 60 Euro statt für 90 irgendwie, aber... Ja, alleine sind sie halt wahrscheinlich, können halt keinen Raum füllen. Die können halt nur rechts, links quasi leuchten. Ach, die sind die so düster, ja? Weil ich habe überlegt, mir eine hinter den Fernseher zu hängen und eine vielleicht in den Raum zu platzieren. Nee, das ist halt nicht ansatzweise. Ich kann dir mal Fotos schicken über WhatsApp, aber... nee. Die sind nicht so leuchtintensiv. Kannst du im dunklen Raum machen, aber... Ich habe jetzt gerade mal meinen Schreibtisch nicht ausgemacht und das ist halt so ein leichtes grünes Schimmern. Das ist so ein bisschen flackert im Hintergrund, aber ist jetzt nicht, wo ich sagen würde... Oh. Na, du hast aber die Hue Bridge, ne? Die brauchst du ja dafür. Ja. Und da kannst du in der App ja die Lichtstärke auch bis aufs Maximum drehen. Ja. Aber selbst dann nicht, ja. Jetzt habe ich kurz auf mein Handy geguckt, ja, ich merk schon. Das einzustellen und dann... Das ist wie ein Betrunkener. Ich wollte schon sagen, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, dann schaffen wir es easy peasy und dann fährst du in den nächsten Stein rein. Das Wasser. Entschuldigung, muss hier durch. Echt, Mann. Du kriegst ja die schlechte Reputation, also ich krieg ja nichts. Bin schon wieder voll mit Ehre. Ehre genommen, Rudi. Wurde die Ehre genommen. Ich muss hier Hälfte Ehre mal auffüllen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen kann, weil hoch runterschießen ist kein Problem. Hochschießen ist ein bisschen schwieriger. Habe ich alles für dich getan. Alles für dich. Klar. Hey Gott, wie soll man hier Geld verdienen? Gibt uns wieder 3 Groschen oder so. Ja, 03 Gold, 12 Dollar. Ich hab 10 Dollar bekommen, 10,88. Warum? Ist das levelabhängig? Skaliert das? Ich hab keine Ahnung. Weiß halt nicht, ob's wegen mir jetzt oder an mir liegt, dass wir die Mission nicht kriegen. Wir lassen Kopfgeld machen, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Dann natürlich am Arsch der Welt, also das nächste, ja, nach unten Angus. Oder rechts. Nach Annisburg. Aber warte mal, ist da unten. Ah, da unten ist sogar ein Hehler, da machen wir das unten. Angus? Ja, wo du markiert hast, alles gut. Da schreit einer. Ignorieren. Es kommt wieder so ein 10 Minuten Dings dazu. Das ist wieder das Problem mit der Ehre bei dir, Manu. Ist halt kein ehrenwerter Bürger. Ich war immer voll bis zu dieser Mission. Ja, genau. Ich weiß auch, keine Ahnung, die holt sich ja nicht mit der Zeit. Ich muss tatsächlich denn neben dem Sammeln irgendwas machen, um meine Ehre zu erhöhen. Ja. Nur, was kann ich machen? Ja, natürlich, das wären so eine Side-Missions, die man aufnehmen kann. Bei mir ist jetzt gerade eine Side-Mission aufgeploppt, bei dir auch? Nein. Echt nicht? Bin vorbeigeritten schon. Nee, guck mal, auf dem Dingens, in Gelb, auf dem Kompass. Oh. Ja, da ist sie. Also doch ein Timer. Ja, komm, dreh mal um. Das ist die Mission. Wollen wir die machen? Ja. Das ist nämlich die Hauptmission, auf die ich eigentlich gewartet hatte. Die auch dort ist, wo
Da sind sowieso nur noch zwei Story-Missionen, ist durch. Wir sind schon bei 70-80% Online-Story. Krass. Naja, es wird auch hoffentlich sukzessive ausgebaut. Weiß ich aber nicht. Mit einem anständigen Puff. Ja, aber es ist halt eine Langzeitmotivation, die großen Heaths zu machen. Heißt, die einheimische Wirtschaft unterstützen. Ja, nee, ist klar. Ja, da hast du dann immer 3, 4, 5 Prequel-Missions gemacht. Die musste der Lobby-Anführer halt immer alle komplett gemacht haben. Okay. Und dann konnte er einen großen Raubüberfall machen. Hat halt entschieden, ich sag mal, 1 Million gab's. Der Lobbyführer hat dann meistens halt so 600.000 oder so bekommen und die anderen 3 haben sich den Rest geteilt. Ja, ich kann mich entsinnen, also es ist halt ewig her, dass das gespielt hat. Weil er ja halt auch 4, 5 Missionen vorher gemacht hat, für die er gar kein Geld bekommen hat. Ja. Deswegen war es halt immer, wenn der irgendwie mindestens die Hälfte oder ein bisschen mehr bekommen hat, fair. Der konnte die Range auch einstellen, ne? War das so? Ja, ich meine aber, das gleich dann zu verteilen, obwohl der halt 5 Missionen vorher dafür machen musste, war halt immer unfair. War halt immer für Leute, die das erste Mal gemacht haben, die haben dann rumgeheult. Nee, wieso kriegt der denn ungefähr 3-mal so viel wie alle anderen? Ja. Ja, wenn du es oder ihn nicht machen könntest. Ich habe ja vorhin auch COD gespielt in Random Lobbies. Diese Special Mission. So furchtbar. Ich bin ja da aufs Dach gesprungen, um es zu schaffen, aufs Stadiondach. Ich hatte 4 Leute in einer Lobby. Es gab innerhalb von 20 Minuten 5 Lever. Es wurde zum Glück mal wieder nachgefüllt. Ja, Random Lobby spielen ist halt Käse. Ach, Alter. Mal, wo bin ich denn schon wieder gelandet, Alter? Grüß dich, Twese. Du kannst mir natürlich adden. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Tschüss, Cäsar, ne? Ich habe keine Ahnung, also wie ich das aussprechen soll. Du kannst mich natürlich gerne adden. Aber ich weiß halt, ich spiele halt einmal die Woche. Boah, dann ist es ja tot zu dem. Es gibt im Solo-Player-Modus die Möglichkeit, dass das Pferd automatisch reitet und dem Wegpunkt folgt. Spiel ich, weißt du, ob es das auch so hier im Online-Modus gibt auf dem Computer? Ja, du kannst hier, aber jetzt frag mich mal. Ich habe die komplette Steuerung schon durchgeguckt, ich weiß es nicht. Hast vorhin aus Versehen getriggert, aber ich weiß jetzt nicht, welche Taste es war. V? Bitte. V, glaube ich? Nee, V ist ja die Perspektive umschalten. Auf jeden Fall einer der unteren Knöpfe, möchte ich behaupten. C, V, irgendwas. Ach, Cäsar. C ist die Tasche. Ja gut, das kann man sich natürlich merken. Ich heiße bei Rockstar genauso wie hier im Game, also gut, das hast du ja nicht gesehen. Ich heiße Consequo, wie mein Channel-Name hier. Und das erste O ist eine 0. Also einfach laufen, dem Weg lang folgen und dann die Taste drücken, oder? Du musst die eine Zeit gedrückt halten, damit er dem Weg folgt. Welche Taste war denn das? Ich bin doch von aus was im Dorf gekommen. C ist ja oben. Ja, V. V gedrückt aus. Halten. V gedrückt halten, das ist bei mir. Dann kommt die Kinokamera und dann reitest du einfach. Jetzt nicht auf die Kinokamera getippt. Ich starte die Mission, ja. Achso, du bist schon da. Ja. Aber ich hab's doch auch gleich geschafft. Nee, starte ruhig. Ich hol uns aber noch 2 dazu. Sicher, sicher. Ich weiß ja nicht, was man da macht. 2 Randoms. Keine Randoms, Manu. Das geht schief. Ach, wir können ein bisschen schießen. Wir müssen ja nicht wiederholen. Hab gesehen, dass du mich geaddet hast. Nimm dich einfach mal. Kann ich dich einfach hier so annehmen? Im Loading-Screen wahrscheinlich ungünstig. Jetzt kann ich ja wieder ausrüsten, was ich für Waffen haben will. Kauf.
kaufen. Gesamte Munition vielleicht mal nachfüllen, falls du noch was brauchst. 1,60. Teuer, ja. Und der hat schon bereit geklickt. Mach mal, dann kriegen wir keinen weiteren rein. Der ist ziemlich weit. Du siehst dann seine Kleidung. Ja. Er sieht halt 1:1 aus wie vorhin Tikron, ne? Finde ich. Ja, das ist, glaube ich, Kopfgeldjäger oder so das Höchste. Ja gut, aber ist er ja nicht. The men who betrayed me, my old company, hold up like the rats they are. But it ain't just that. Revenge ain't my primary motive. My primary motive is profit. Only thing about this is we can kill two birds with one stone. If we take out the ammunition, geschlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Two birds. Okay. Englische Sprichwörter funktionieren anders als deutsche Sprichwörter. Man sagt ja auch, wenn man herumdruckt, beat around the bush, hat ja auch nichts Deutsches. Well, they'll be fine too. I best stay here. I don't want them to know I'm behind this. Much as I like to shoot every last one of them. Er macht es auch sehr einfach, ne? Watch how you get on. Der Kacklappen. An eye for an eye, a tooth for a tooth, a knife in the back for a knife in the back. Go away, old man. Nice world, Mr. Finch. We are what we are, and what you are is a pathetic old man. So it goes. But remember, it don't have to be like this. There's more than one way to earn a buck. Oh, and I saw your friend Horton. Schreit da ein Tier oder ein Mensch im Hintergrund? Said you'd understand. Not sure I do. Ich höre gar nichts im Hintergrund. Like I said, good luck. Irgendwie wie ein Mann, der gequält wird. Ja, ist ein Mitbewohner, von dem du noch nichts weißt. Oh, ich habe jetzt echt einen Bogen dabei. Na, du kannst doch an deinem Pferd. Ja, ich habe eh nicht mehr Waffen. Falsches Pferd. Falsches Pferd. Ich will hier nicht den. Was machst du? Ich warum schlägst du dein? Bist du total besoffen, Manu? Du gehst auf mein Pferd, schlägst deins und okay, reitest auf meinem weg, oder was? Was ist mit dir? Junge. Du hast schon gesagt, ich bin Tierfreund. Naja, aber wirklich. Gehst auf mein, schlägst deins und das rennt weg. Hä? Ich hab doch auf mein Repetiergewehr eine. Sehr gemein, ich hab auf mein Repetiergewehr doch einen Visier gemacht. Ach, kann man umschalten. Ja. Ach, nice. So, ich wollte eigentlich, bevor der losballert, hier nochmal kurz meine Waffe pflegen. Oh, das ist ja Daniel. Oh, ich will mal kurz meine Waffe pflegen mitten in der Ballerei. Alter, weißt du, wie runtergewetzt die ist? Ja, ich kann's ja beschleunigen. Warum geht's doch gar nicht schlechter? So, Kimmel Korn am Start. Ach, wir haben ja gar keinen, das ist ja gar kein Random. Das ist ja. Ich hab kurz überlegt, ob es ein NPC ist. Das ist schon random, aber. Oh, der macht das, glaube ich, nicht. Der hat, Ja, der hat das. Hat er da angebracht. Beste Investition ever, die $80, um ein Zielvisier da drauf zu machen. Der gerade echt ins Gras. Okay, der hat gerade ins Gras gebissen. Ich weiß nicht. Ich bin hier durch Kopfschüsse. Das wackelt nicht so. Guck mal, ob ich ihn holen kann. Er ist doch schon wieder da. Oh. War ich jetzt einfach eine Leiche aufgelegt. Oh fuck, ich habe vorhin einen Tipp gelesen, lasst euch nicht flanken, weil die Verstärkung später ankommt. Ja, jetzt habt ihr natürlich eine Zange. Ein was mit dir oben, Manu? Kriegst du den? Ja. Ja. Oh, hier oben lässt sich drin. Scheiße, die Schießerei ist so hart, um hier was zu holen. Oh, nein! One shot down, Alter. Das ist wieder nicht zu fassen. Es ist nur einer. Kannst du mich holen? Wo bist denn du? Ja,
Ich probier's. Der ist tot. Er ist doch halt nicht. I'm safe. Ich wurde. Fuck, ich wurde erschossen, okay. Wenn ich runter zu dir wollte. Echt jetzt? Ja. I've got a half life now. Ich hab keine Leben mehr. Komm zu dir. Keine Leben mehr. Ich musste mich gerade holen, weil er nicht gekommen ist. Oh, wir müssen. Ist vorbei. Lass mal die Mission komplett wiederholen, wenn wir keine Es gibt ja keine Kontrollpunkte dazwischen. Sicher? Ja. Ne, wir sind gestartet und sind 3 Meter gelaufen. Ich weiß es nicht. Ja doch, du hast es doch mitgemacht. So. Der alte Klepper sehe ich schon wieder im Weg. Na, willst du ihn einfach deine Flinte schrubben? Nee. Alter, er geht halt einfach irgendwann aus dem Zoom raus, oder was? Also aus dem Scope. Bringst du das Dynamit an? Ja. Ist er weg? Wieder 2 Leben. Ja, weil wir die Mission komplett neu gemacht haben. Jetzt können wir auch wieder den Goldbonus kriegen. Oh, ich kann dich gar nicht erschießen. Das ist aber schade, wa? Na, ich habe gerade aus Versehen rückwärts zu davor gelaufen, dass ich auf den Gegner geschossen hatte, der vor dir war. Warte, geh noch nicht rein. Von außen kommen ja welche. Ja. Wir sollten erstmal die Verstärkung holen. Okay, der geht halt rein. Das ist der andere Typ. Ja. Ich stirb da nicht, sonst machen wir es alleine. Ist er schon drinnen wieder? Nein, die Verstärkung kommt ja noch. Bei mir kommt keiner so richtig. Einer? Er kommt auf meine Seite. Ganz Menge. Oh, er lebt noch. Hier los, Manu, Alter. Hatte bei mir 3 Gegner. Was ist denn alles so laut? Achso, ich dachte, du meinst, weil er geschrien hat. Nee. Loote mal so schnell du kannst hier. Ich bin schon dabei. Lass mal reingehen, der Arme stirbt bestimmt gleich hier ohne uns. Ja, komm mal wieder welche von hinten. Lass mal reingehen, meinst du nur, da liegt viel Loot, ne? Nein. Ja. Wir kennen den Dali langsam. Er macht das gar nicht oder? Und seinen kleinen. Hey, wir haben ihn doch dafür den Arsch freigehalten. Ist jetzt nicht so, dass er irgendwie alleine geschafft hat. Er lootet auch nicht, ne, oder? So gut. Jetzt machen wir ein bisschen Quick-Looting und dann. Ja, der Scheiß aus Looten.
Aber die meisten sind schon gelootet. Warte einfach, der soll sich mit Finch treffen, dann triggert er die Mission. Ist okay. Ich weiß nicht, ob es hier sonst noch was zu holen gibt. Ich denke, wir haben jetzt alle geplündert. Hinten leuchtet hier noch was halt. Er triggert die Mission. Thank you. Thank you very much. Here's some cash to keep you going. That bastard's death makes my life much easier. Now we won't have the army going after the same banks as we are. If we can ever get the planning of it. I'll be in touch if I can. And I'll be in Blackwater! And your bounty will be in any sheriff's office. I said away with you, old bastard. Ah, you'll hear me in your sleep, Finch. Ja. Nicht schlecht. Das ging fix. Hätten wir auch easy zu zweit geschafft. Ja, gut, aber so konnte man in Ruhe looten. Unsere Prioritäten setzen. Ja. Und sobald wir die Story-Mission durch haben, müssen wir halt echt mal gucken, was wir uns denn als nächstes Ziel quasi setzen. Dann sollten wir in eine der Spezialisierung gehen, bevor die nächste Story-Mission rauskommt. Also ob wir jetzt hier nur einen Kopfgeldjäger machen oder den Rest. Ja. Ich denke, zu zweit wird Kopfgeldjäger am meisten Spaß machen. Oh, guck mal, Gold. Warte mal, und ich bin bei einem fremden Lager gespawnt. Ich auch, das ist hier direkt da vorne. Aber vielleicht kann man hier... Nee, kannst du nicht jetzt dein eigenes benutzen. Nice, Gold. Jetzt sehe ich es erst bei mir. Ich dachte, du meinst Gold. Aber du meinst, wir haben alles, fast alles zu 100% abgeschlossen. 8500 Punkte. Ich hab nur Gold gesehen, deswegen. 8500 Punkte, das ist richtig gut. Ich sehe keine neue Mission auf der Karte. Oben können wir nochmal die Station. Vor können wir direkt machen. Schnell, bevor die anderen das machen. Die sind zu dritt, das wäre bitter. Die kriegen wir wahrscheinlich nicht tot. Wie du sie direkt umlegen willst. Die bewegen sich auch gerade nicht. Das wird nur umso schneller sein. Nein, stopp. Oh, Klippe. Ja, wir schon. Ach, wir müssen wieder auf die andere Klippenseite. Gott sei Dank wollte ich gerade ins Bett gehen. Und dann ploppt diese scheiß Mission auf. Ich glaube, wir spielen, machen wir die Story-Mission. Immer noch den Kadaver hinten. Direkt reingelaufen. Fuck. Hast du ihn überrollt? Gerade getriggert. Nee, ging leider nicht. Ich hab's versucht. Du wärst tot? Okay. Oh nein, ich bin in einem Wolfsgleich und eine Wolfsschar, glaub ich, dahergelaufen. Okay, yo. Ja, ich hab gerade wieder Dynamit geplündert. Was ist denn los bei dir? Ich bin in eine Wolfsschar reingelaufen. Hörst du mir manchmal zu? Doch. Hast du alle gekickt? Letzt bin ich gerade dabei. Knapp schnell hochheilen. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich... Ich hab'n. Achso, der ist sowieso gerade vorhin. Mir nicht sicher, ob ich das auf Dauer so spielen will. Nicht das Spiel, sondern mit Life Leech hochheilen mit. Weil das doch relativ anspruchsvoll ist. Ansatz von deinem Kumpel ist aber nicht unbedingt. Lass die mal schnell hier mitnehmen. Der Ansatz von deinem Kumpel ist aber auch nicht weniger Ressourcen schonend, indem er weniger Schaden kriegt beim Zocken, ja. Wenn er mit der Die ist.
weiß nicht, inwieweit er sich da Gedanken gemacht hat. Ich glaube, da kannst du nur ausprobieren. Als er angefangen hat, gab es noch keine Meter. Stimmt nicht. Wo ist er denn? Der Kacklappen. Da hinten. Ich zieh mit Dead Eye auf jeden Fall. Einer lebt noch. Ist der denn da außerhalb gekommen? Da bin ich, glaube ich. Bin ich sicher? Nee, der ist weiter unten. Ach, der Anführer an der Bande da. Hm. Nicht vergessen zu plündern. Der Anführer hat sich ergeben. Ja. Hier kommst du, glaube ich, auf der Seite ran. Jetzt kannst du, wenn du ihn jetzt ermorderst, Manu, dann verringerst du die Ehre von dir. Ja, ich weiß, ich lass ihn laufen. Nee, du brauchst ihn ja nicht laufen lassen, oder? Kannst du, glaube ich, verhaften. Das ist die andere Alternative. Kannst du nicht einfach verhaften? Verschonen kann ich nur. Na gut, dann. Das ist halt ein Versteck ausgeräumt. Haben wir jetzt Geld gekriegt? Nee, 150 XP, lol. Das war's. Ich hab ihn. Ach, fuck, ich krieg ihn aber nicht mit Lasso, den Typen. Der ist schneller als Bugs Bunny. Schneller als Bugs Bunny? Mann, ich hab ihn nicht gekriegt. Ich hab zweimal das Lasso werfen können, danach war Berge. Ich fand den Vergleich nur gut. Oh, da ist die letzte Mission. Da können wir die uns schon fürs nächste Mal vormerken. Ja. Wollte ich gerade mal gucken, wie war denn dieses scheiß Social-Menü von Rockstar? Ende oder so, oder Insert Home. Home-Taste. Home-Taste? Ja, wie. Wo ist denn meine Home-Taste? Und dann der Scroll-Taste, Bild links neben Bild auf, Bild ab. Dann spielen Position wir mal wieder und Ende habe ich bei mir. Positionstaste ist es bei mir. Das wäre so eine komische. Dann COD nehmen wir mal wieder. Boah. Eine gute Frage. Sonst hätte ich es ja Donnerstag gemacht, sag ich mal so, ne? Aber. Aber? Naja, ich spiele da wahrscheinlich Days Gone. Aber das kann man ja nochmal sich überlegen. Bei Days Gone kannst du ja dann am Wochenende spielen. Ich zocke am Wochenende nicht. Donnerstag, Samstag spielst du aber. Ja, aber da ist ja dann quasi, wäre dann eigentlich wieder Red Dead Redemption Tag. Ja, aber jetzt haben wir es ja Dienstag. Also spielst du Sonntag, Days Gone und nächsten Dienstag ist wieder. Du schiebst es dir so zurecht, wie du Bock hast, ne? Nee, so wie ich zu Hause bin, sonst können wir ja nicht zusammen spielen. Am Sonntag, am Wochenende bist du. Nee, am ich Donnerstag bin halt bist du so nicht spät da, ne? Da, dass ich. Na, eigentlich schon. Eigentlich bin ich diesen Donnerstag da, aber am Sonntag will ich erst so spät da sein, wie das sich nicht lohnt. Ja, gut, na, dann sag das. Dann machen wir das. Dann können wir es gerne anders machen, ja. Wäre viel zu spät, ey. Ach, du bist doch jetzt quasi schon Chef bei dir. Du verteilst dann einfach Aufgaben und dann kannst du dich entspannen. Das macht man als Chef so. Ja, ja, so ist es. Easy as that. Ich hab schon wieder Schüsse, Manu. Ignoriere sie einfach. Ich bin jetzt super weit von hier weg. Weil die hier das Lager, glaube ich, ist die rote Flagge gehisst. Wir machen wahrscheinlich gerade eine Mission. Ablieferung. Die. Oh nein, eine Ablieferung würde ich gerne stören. Ich bin gerne ein Störer. Netter Mensch, der anderen hilft, ihren Wettbewerbsgedanken aufrecht zu halten. Ja, das artet wieder aus. Ich hau nach Saint-Denis ab. Die 5 Dollar habe ich übrig. Ey, die Lobby ist auch voll, ne? Also, das heißt voll. Keine Ahnung, wie voll die Lobby sein kann, aber sie ist voll. Und wie voll ist sie denn? Ich hab jetzt nicht nachgezählt, aber. Ich hab 20 gesehen. Hab jetzt nicht nachgezählt. Scrollen konnte man nicht, glaube ich.
hab auch gerade einen. Och, ey, Pferd, ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Worüber bist du jetzt gestolpert? Alter. Wo ist mein Kadaver?